Das sind also einige Prophezeiungen des Propheten sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Auch eine Prophezeiung, die wir heute sehen. Welche denn? Eine Prophezeiung, die wir heute sehen. Ja? Barakallah. Was meinst du? Okay, dass die Wüstenbeduinen Wolkenkratzer bauen. Ja? Genau, dass die Wüste grün wird, wie sie einst mal war. Das ist ja das. Also in diesem Hadith, in dem er sagte, diese arabische Halbinsel wird wieder grün, wie sie mal war. Wann wurde Erdöl gefunden? Weiß das jemand? Wann hat man Erdöl gefunden? 1800 irgendwas? Anfang 1900? Auf jeden Fall nicht vor 1400 Jahren. Da wusste kein Mensch, dass unter der Erde in der arabischen Halbinsel in den Golfstaaten, dass da Erdöl ist. Und was ist Erdöl? Ja? Genau, über Jahrtausende von Jahren eben die ganzen Wälder und so weiter und so fort, die dort eben gelagert sind, und dieser Druck da drauf über Jahrtausende, das ist Erdöl. Das wusste der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht. Also heute wissen wir, wie kann Erdöl da sein? Also dort gab es mal Pflanzen. Dort, das war mal grün, sonst würde ja kein Erdöl dort vorhanden sein. Also er sagte, in der Vergangenheit, was kein Mensch zur damaligen Zeit wusste, sagt er, wie es war. Und er sagte, es wird nochmal grün werden. Und heute, subhanallah al-azim, sehen wir das, wie in Saudi-Arabien immer mehr und anderswo immer mehr Grünflächen, so von Natur aus. Ich rede jetzt nicht von den künstlichen Gebieten, von Natur aus. Ja? Weil eben die Umwelt und so weiter und so fort, das wisst ihr ja alles, Klimawandel, hat da auch einen Einfluss. Woher will der Prophet das wissen, alayhi salatu wassalam? Das ist also nicht nur ein Beweis, liebe Geschwister, das sind viele Beweise. Wenn jemand aufrichtig ist, wenn jemand wirklich objektiv ist und sagt, ich will die Wahrheit erkennen, und dann hört er solche Sachen. Vor 1400 Jahren redet ein Mann mitten in der Wüste über Dinge, die in der Zukunft existieren werden. Das sind ja nur ein paar Beispiele. Konstantinopel wird eingenommen und so. Es gibt ja viele, wie lange das Kalifat von den Khulafa Rashidin, die 30 Jahre, und das waren 30 Jahre. Yani viele Aspekte, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwähnt hat. Wenn man offen ist für die Wahrheit, egal was sie ist, wenn man nicht voreingenommen ist und sagt, nee, also wenn die Wahrheit sein sollte, es gibt einen Gott, nee, dann will ich es gar nicht mitbekommen. Solche Leute, da bringt es nichts, wenn sie die Wahrheit hören. Aber wenn jemand sagt, ich erkenne die Wahrheit an, egal was die Wahrheit ist, und dann hört man sowas, dann kann man nur noch sagen, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte Allahs ist. Das sind also einige Aspekte, da machen wir mal einen Halt, inshallah ta'ala, damit wir dann doch im nächsten Vortrag, inshallah, über die naturwissenschaftlichen Phänomene im Koran reden. Wa salli lahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.